Also ich zeige euch, wie ihr ganz leicht die Trophäe oder den Erfolg bekommen könnt. Und zwar braucht ihr erstmal hier auf der Karte, müsst ihr zu diesem Ort hier, seht ihr, ihr müsst erstmal hier Schnellreise machen. Und dann geht ihr hier zu dieser Markierung, die ich euch zeige. So, dann geht ihr erstmal dahin. Und ihr müsst sicherstellen, dass euer Level weit drunter unter dem des eures Gegners ist. Und zwar, das seht ihr dann, indem ihr dann neben dem Gegner so ein Totenkopf-Symbol seht. Ihr müsst ungefähr auf 200, Stärke 270 gehen. Ab da müsst ihr das ungefähr hinhauen. Moment, ich zeige euch mal, wie das dann aussieht. Weil ihr müsst ja drei schwere Soldaten töten. Und unter schweren Soldaten meinen die wohl anscheinend hier. Zeige ich euch mal kurz. Ihr seht ja hier gleich. Da seht ihr? Seht ihr dieses Totenkopf-Symbol neben dem Namen? Oder der Lebensleiste des Gegners. Das muss zu sehen sein. Ansonsten dann ist es ganz einfach. Ihr zündet einfach mit einer Fackel ein Dach an. Hier, dann geht ihr hier runter. Und dann braucht ihr eigentlich nur diese Fähigkeit, indem ihr die Geschosse zurückwerfen könnt. Und dann könnt ihr einfach die Speere von diesen Big Boys, könnt ihr einfach hier zurückwerfen. Kurz bevor die auf euch treffen. Und so killt ihr schon mal einen. Ja, das stand ja schwer. Ihr könnt eigentlich jeden Gegner killen, der ein Schild hat. Also auch wenn die so ein kleines Schild, so ein leichtes Schild haben, müsste das auch gehen. Aber geht, ihr könnt auch auf Nummer sicher gehen und nur die killen, nur die töten, die halt ein großes Schild haben. Das Schild kann man auch übrigens nicht kaputt machen. Hier mache ich zum Beispiel einen mit einem kleinen Schild, was leicht kaputt geht. Hier, seht ihr, ich brenne gerade. Ich bin auf dem Dach, auf dem brennenden Dach und kill den. Und ihr müsst nicht alle in einem Kampf töten. Ich habe auch alle nacheinander gemacht. Also bin weggegangen, bin nochmal hier hingekommen später und habe nochmal einen getötet. Dann habe ich die Trophäe auch bekommen oder den Erfolg. Jedenfalls hier, ich zünde das Dach an. Und dann, ich habe hier den einen Soldat da schon ein bisschen geschwächt davor. So, zack, hier seht ihr, zurückgeworfen. Aber er ist noch nicht ganz tot. Hier den verfehlt, egal, nicht schlimm. Aber jetzt, den treffe ich nicht. Ist auch nicht schlimm. Weil wir müssen ja nur noch, ich muss da nur noch einen killen. Ab der Stelle, ich hatte schon zwei. Und dann hier, zurückgeworfen, zack. Habt ihr das gesehen? Ich hatte hier noch, als ich gebrannt habe, habe ich hier, das konnte man wegen der Giftwolke, konnte man das hier nicht sehen. Aber hier so, zack. Und dann werfe ich ihn zurück. So, und das hat ihn gekillt. Dann kriegt man noch so eine Rüstungsrune. Und die Trophäe müsste dann zeitverzögert ein paar Sekunden später kommen. Ich glaube, ich zeige es hier sogar nochmal kurz, wie man das easy machen kann. Also hier, genau, ich kriege die Trophäe. Ihr müsst einfach nur dann diese Speere zurückwerfen, wenn diese großen Leute die auf euch werfen. Und dann kriegt ihr das schon ganz einfach. Oder ihr könnt auch die Pfeile zurückschießen. Aber dann braucht ihr immer, ihr braucht Gegner mit einem kleinen Schild oder mit einem großen Schild. Jedenfalls, okay, so könnt ihr es leicht bekommen. Ja, checkt nochmal die Playlist, habe ich euch nochmal das Video zum geheimen Ende des Spiels gezeigt, mit reingepackt, ist auf jeden Fall was Nices drin, wenn ihr mal in die Kommentare reinguckt, habe ich da was angepinnt, und ja, und sonst generell noch die anderen Videos in der Playlist, könnt ihr ja mal reinziehen, okay, O3.